auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Jelavogi. Mali. Das könnte gefährlich werden. Nun Lukas. Gomez. Und die Möglichkeit. Gutes Tackling. Gut den Ball verteidigt. Rudnevs. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Guter Ball nach draußen. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. John Cordoba. Und jetzt der Schuss. Super gemacht vom Torwart. Ecke für den 1. FC Köln. Jetzt die Ecke. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Könnte jetzt was werden. Hereingabe. Den Ball kann er klären. Hector. Lehmann. Der 1. FC Köln spielt heute gegen Wolfsburg. Das bedeutet, wir sehen hier die Mannschaft mit dem schwächsten Torabschluss gegen die beste Defensive. Wird schwer für sie heute gegen die Defensive, die wirklich stark ist, müssen sie erstmal zum Erfolg kommen. Hector. Leonardo Bittencourt. Jetzt vielleicht die Flanke. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Da kommt der Schuss. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Mali. Jelavogi. Brennett. Camacho. Das könnte eine Gelegenheit werden. Flanke jetzt. Oh, das sah so gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Lukas Klünter. Mali. Weg ist der Ball. Lehmann. Wird das eine Torchance? Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Leonardo Bittencourt. Lehmann. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Mali. Jelavogi. Mario Gomez am Ball. Guter Pass jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Cordoba. Rudnevs. Wähler am Ball. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Da holt er den Ball zurück. Mali. ...0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie.
Die zweite Hälfte läuft und jetzt hoffen wir mal auf mehr Spannung, Buschi. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Beide Teams nicht wirklich drin im Spiel bisher. Jetzt wird's gefährlich. Super dazwischen gegangen. Leonardo Bittencourt. Und Lucas. Und Camacho. Klasse Aktion, Ball ist weg. Der ist zu weit. Da können Sie erstmal klären. Und Tim. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Gibt's jetzt die Gelegenheit? Brennett. Den Ball verlängert er per Kopf. Cordoba. Vela. Die Vorwärtsbewegung jetzt. John Cordoba. Abgefangen, gut gemacht. Und jetzt gibt's hier Eckball. Und jetzt werden die Kölner wechseln. Ecke kommt rein. So, Situation bereinigt. Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. Die Ecke kommt rein. Ball ist beim Gegner. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Sehr gut aufgepasst. Brennett. Camacho. Und das ist der Ballverlust. Und damit ist der Ball weg. Keine Gefahr. Der Torwart hat den Ball locker. Da hat er super reagiert. Abseitsstellung von Gomez. Die Kölner wechseln. Und Lucas. Das frühe Pressing jetzt. Und Camacho. Wolfsburg kommt über den Flügel. Lass mal raus. Klasse Aktion. Guter Pass. Klasse. Volle Parade. Jetzt eine Auswechslung bei Wolfsburg. Der Ball kommt jetzt vielleicht. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Und da ist der Ball wieder weg. Zepp. Jetzt wird's gefährlich. Ball kommt rein. Oh, das sah so gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Cordoba. Leonardo Bittencourt. Da geht er dazwischen. Gelavogi. Didavi. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Spielt den Ball direkt zurück. Sie lassen sie jetzt erstmal kommen. Und Camacho. Wird's jetzt gefährlich. Und nun Gomez. Camacho. Ganz geduldig passen sie den Ball da hin und her. Die Abwehr ohne. Gomez, den muss er machen. Der Keeper hält und rettet damit zumindest das Remis. Spiel ist gleich aus und viele Chancen wird es hier nicht mehr geben. Auswechslung beim FC. Die Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ein Tor wäre wichtig gewesen, aber der Abwehrspieler ist rechtzeitig da. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Wird das eine Torchance? Gelavogi. Toller Zweikampf. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden.
Heute haben wir keinen Sieger. Das Spiel endet unentschieden. Hallo und willkommen zur heutigen Partie. Heute also Spieltag Nummer 2 für diese beiden Teams in der Euroleague. Und in diesem hart umkämpften Wettbewerb darf man sich natürlich keine unnötigen Niederlagen leisten. Es ist mal wieder für Wolfsburg. Wähle heute einen Sieg, nachdem es im letzten Auswärtsspiel nur zu einem Unentschieden gereicht hat, als man auf den ersten FC Köln traf. Bei diesem 0:0 war der positive Aspekt natürlich, dass man kein Gegentor gefangen hat. Aber diesmal soll es ein Sieg werden und ich denke, das ist auch im Bereich des Machbaren. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Gibt es jetzt die Gelegenheit? Schön dazwischen gegangen. Mali. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Und Camacho. Mario Gomez. Camacho. Gomez. Mali. Jetzt vielleicht.
Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Ach, sowas sieht er natürlich nicht gerne. Stichwort Chancenverwertung. Da hätten Sie den Führungstreffer machen müssen. Tipp. Und Camacho. Brennan. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und Camacho. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Tor. Gomez! Sie machen das Tor. Und was für eins. Das ist Kurzpassspiel, Wolf. Genau so geht's. Immer wieder schauen, wo stehen die Kollegen, wo ist die Lücke. Tolles Tor. Ein toller Schuss mit viel Gefühl. Der Ball dreht sich super ins Tor. Ganz stark gemacht. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt liegen die Wölfe hier vorne. Das spielt ihnen in die Karten. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Flanke bleibt hängen. Und Camacho. Brennan. Mali. Mario Gomez am Ball. Camacho jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Und Camacho. Mali. Das könnte gefährlich werden. Ein Tipp. Camacho. Abgeblockt. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Fairer Einsatz hier. Da kommt er raus und hält den Ball. Abseitsstellung von Gomez. Aufgepasst vom Verteidiger. Sauber vom Ball getrennt hier. Ein Tipp. Tolles Zuspiel. Klasse gemacht. Toller Pass. Und jetzt die Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene. Fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Die Ecke kommt rein. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. So, knappe Führung zur Pause. Der Schiedsrichter pfeift die zweite Hälfte an. Weiter geht's also mit dem zweiten Spiel in der diesjährigen Euroleague-Gruppenphase. Und mal sehen, welches Team hier als erstes direkt mal wieder den Weg nach vorne findet. Jetzt müssen Sie aufpassen.
Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Ein Tipp. Und direkt zurückgespielt. Gute Aktion jetzt. Die Flanke bleibt hängen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Gut, da erstmal geklärt. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Und er schießt. Einfacher Ball hier für den Torwart. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Gutes Technik. Gelavogi. Lucas. Jetzt Gomez. Weg ist der Ball. In der Bundesliga geht es für die Gäste mit diesem Spiel weiter. Jetzt Lucas. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Gomez. Sehr guter Einsatz. Ein Tipp. Klasse Einsatz. Brennett. Bruma. Özbayrakli. Das könnte eine Gelegenheit werden. Lange Flanke jetzt. Es gibt Einwurf. Klasse Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Das könnte gefährlich werden. Jetzt eine gute Flanke. Klasse gemacht. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das. Und jetzt ein Schuss. Und da geht der Ball vom Pfosten ins Aus. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. No. Tolles Zuspiel. Das sieht gut aus. Schade, der wäre fast drin.
Burger. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee. Ich dachte schon, der geht rein. Ich dachte, der geht rein, aber kein Tor. Ein Riesenkopfball. Da springen sie hier alle auf. Aber am Ende passt das Ding nicht. Camacho jetzt. Nun Lukas. Wird das seine Torchance? Da ist die Flanke. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Den Ball macht er natürlich. Ja, das war nicht wirklich schwierig aus der Distanz. Hier nochmal dieser Treffer. Die Führung also für Wolfsburg. Merino. Camacho jetzt. Mali. Nilavogi. Das könnte gefährlich werden. Da kommt die Hereingabe. Da passt er auf und kann klären. Es gibt den Eckball und eine gute Gelegenheit hier. Jetzt der Eckball. Mario Gomez. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Merino. Rode. Den Ball treibt Aubameyang nach vorne. Die Defensive steht. Nilavogi. Jetzt Gomez. De Marcos. Da geht er dazwischen. Und Schein. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Hier sehen wir den Treffer nochmal. Und Camacho. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. De Marcos. Jetzt wird's gefährlich. Und Lukas. Sauber vom Ball getrennt hier. Knappe Pausenführung.
Guter Auftritt von Wolfsburg. Die Führung geht in Ordnung und klar, sie werden im zweiten Durchgang so weitermachen wollen. Ilavogi. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Aber sie müssen sie auch nicht zwingen. Es gibt den Vorteil für Wolfsburg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Lukas. Sokratis macht das gut hier. Er spielt den Pass zurück. Gomez. Und Tepp. Mario Gomez. Ilavogi. Camacho jetzt. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Gomez. Jetzt der Schuss. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Der VfL Wolfsburg wird jetzt wechseln. Camacho. Das war eng, aber er hat ihn. Merino. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Super dazwischen gegangen. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für den VfL Wolfsburg. Dann geht es auswärts gegen Mainz 05. Und das ist ein Duell, auf das wir uns... uns ganz besonders freuen. Ja, und da haben wir den nächsten Gegner vom BVB. Ja, es geht gegen Hoffenheim im nächsten Bundesligaspiel. Dürfte eine ihrer leichteren Aufgaben werden. Ja, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Merino. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut.
Aubameyang läuft da los, aber die Fahne ist oben, war abseits. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Lukas. Gelavogi. Wird's jetzt gefährlich. Hereingabe jetzt. Kann den Ball nicht verwerten. Schade. Brennett. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Camacho. Gut da erstmal geklärt. DeMarcus. Jetzt Lukas. Gut gespielt. Ist das die Chance? Gelavogi. Ein Tipp. Guter Versuch, aber kein Tor. Na, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Christensen. Nun Kagawa. Nun Schürrle. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Könnte jetzt was werden. Sebastian Rode.
Maxim. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich. Camacho. Mali. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gomez. Ilavogi. Da passt er super auf und hat den Ball. Öztunali. Lang. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Mali. Ilavogi. Tap. Jetzt wird's gefährlich. Und Lukas. Mario Gomez. Und jetzt wird's Einwurf geben. Tap. Ilavogi. Ein guter Doppelpass. Gomez. Gute Aktion. Latza. Öztunali. So, was machen Sie draus? Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Ilavogi. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Mali. Und Lukas. Jetzt haben sie den Ball. Latza. Alexander Hack. Das könnte die Chance werden. 2 Minuten werden nachgespielt. Ilavogi. De Marcos. Mali. Keine Tore zur Pause für beide. Das Wetter hat sich in der Pause leider nicht verändert. Es geht regnerisch weiter in Hälfte 2. Wird das eine Torchance? Oder ist der Ball wieder weg? Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Camacho. Er ist in einer super Form nach den letzten Auftritten. Und damit ist er natürlich für die Mannschaft unverzichtbar. Öztunali. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Und Camacho. Und den spielt er gleich wieder zurück. Das könnte gefährlich werden. De Marcos. Das wird hier Ecke geben. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Nee, kein Tor. Ach, mit dem Kopf. Was für eine Aktion. Eine super Chance. Da wäre fast das Tor gefallen. Lukas. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Maxi. Latza. Er nimmt ihm den Ball ab.
Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Mainz 05. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Auf diese Partie freue ich mich ganz besonders. Wird's jetzt gefährlich? Defensiv machen sie es gut. Das gibt Einwurf. Der VfL Wolfsburg wird jetzt wechseln. Jetzt Lukas. Latza. Super dazwischen gegangen. Mario Gomez. Jetzt vielleicht. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Jetzt könnte es gefährlich werden.
Bruma. Camacho jetzt. Zepp. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ballverlust. Ziyech. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Hüntelaar. Die Mitspieler bieten sich an. Und er gewinnt den Zweikampf. Lukas. Gomez. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Mali. Zepp. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Einwurf Ajax. Ziyech. Spielt den Ball direkt zurück. Adrian Silva. Dalbert. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jelavogi. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Und Camacho. Jelavogi. Wer sich ein spannendes... Zweiter Durchgang. Läuft, geht weiter im dritten Gruppenspiel der Euroleague. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Schöne Aktion. Brennett. Jelavogi. Mali. Das könnte die Chance werden. Da gibt der Freistoß. Dalbert. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Von ihm muss natürlich mehr kommen in Durchgang 2. Eine gute Leistung ist so wichtig für die Mannschaft. Lukas. Mario Gomez. Der Steilpass jetzt zu Lukas. Hereingabe jetzt. Drüber. Was für ein Kopfball. War das ein Ding? Schade. Ziyech. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Mali, ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Guter Ball nach draußen. De Jong. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt Gomez. Mali.
Da trennt er ihn fair vom Ball. De Jong. Ein guter Doppelpass. Ziyech. Mali. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da können sie erstmal klären. Und Camacho lässt sich den Ball nicht abnehmen. Klasse Flanke. Er schießt. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. De Jong. Ziyech. Super dazwischengegangen. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt vielleicht. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschluss war einfach nicht gut genug. Jetzt eine Auswechslung bei Wolfsburg. Ziyech. Und direkt zurückgespielt. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Wird das eine Torchance? Gute Aktion. Lukas. Camacho jetzt. Didavi. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Szymanowski. Es bleibt also beim 0:0 und das hat er richtig stark gelöst. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Mario Gomez. Wieder kein Tor. Riesenchance, das gibt's doch gar nicht. Irgendwann muss hier doch mal ein Tor fallen. Wechsel bei Ajax. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Das könnte die Chance werden. Lukas. Und die Möglichkeit hat er gut unterbunden. Und das Spiel ist aus. Wir haben keinen Sieg. Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zu dieser Partie und wie Sie unschwer erkennen können, leise rieselt der Schnee. Aber es wurde uns versichert, dass der Platz wirklich gut bespielbar ist. Hoffen wir also auf eine spannende Partie unter einigermaßen regulären Bedingungen. Und die heutige Partie heißt VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig.
Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und wie schätzt du die Gastgeber heute ein? Noch haben sie Zeit, die Saison nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Was sie bisher gezeigt haben, das reicht nicht aus. Freistoß ja, aber keine Verwarnung so früh im Spiel. Tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ja, da ist Platz jetzt. Weg ist der Ball. Ja, da müssen sie aufpassen. Das könnte gefährlich werden. Jetzt gibt es Einwurf, nicht weit weg vom Tor. So, die Teams sind auf dem Platz. Noch ein paar Worte zum Wetter, bevor es losgeht, Buschi. Ja, was soll man da groß sagen? Nicht, ja, sagen wir mal, die besten Bedingungen. Aber solange der Schneefall nicht stärker wird, dürfte es keine allzu großen Probleme geben. Und Camacho geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Wird's jetzt gefährlich? Ballverlust. Bruma. Gutes Tackling. Ilavogi. De Marcos. Lucas. Da geht er dazwischen. Bruma. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Bruma. De Marcos. Ilavogi. Nun Lukas. Super dazwischen gegangen. Jetzt müssen sie aufpassen. Bruma. Augusta. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Philippe Andersson. Kurze Flanke. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Das frühe Pressing jetzt. Ilavogi. Bock. Wird das seine Torchance? Da grätscht er rein und der Schnee macht ihm überhaupt nichts aus. Dämme. Bruma. Und er gewinnt den Zweikampf. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Das könnte eine Gelegenheit werden. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Lukas. 0-0 zum... Wolfsburg hat angestoßen, kann also weitergehen hier. Jetzt Lukas. Und Camacho. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ilavogi. Lukas. Ekwall.
ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Also, er kann deutlich mehr, da bin ich mir ganz sicher. Den Ball faustet er weg, guter Einsatz. Da ist er da, da können Sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Rodriguez. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Der VfL Wolfsburg hier mit dem Wechsel. Szene ist noch nicht vorbei. Jetzt in der Anspielstation. Bruma. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ein Tipp. Gut den Ball verteidigt. Ein guter Doppelpass. Unaufhaltsam. Und klasse durchgesetzt. Lukas. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Präzise Hereingabe hier und dann macht er es aber auch klasse im Abschluss. Ja, damit bin ich bei dir. Tolles Timing in der Luft. Jetzt gibt's einen Einwurf. De Marcos. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Camacho. Rodriguez. Das könnte die Chance werden. Augusta. Schuss! Da ist die Flanke. Mit der Faust kann er hier retten. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und er schießt. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Er schießt. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Ballverlust. Nicht gut vom Verteidiger. Ist es das jetzt? Er kann abwehren, aber den hält er jetzt fest. Weiter geht es dann bald im Pokal. Die nächste Partie steht an für den VfL Wolfsburg. Dann geht es zu Hause gegen Hertha BSC. Ein richtig gutes Duell im Pokal, denke ich. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Demme. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Die Leipziger wechseln. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Er kann ihn reinbringen. Ja, passt auf. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. 6 Minuten sind noch zu gehen. Gibt Einwurf. Der Wechsel jetzt bei RB Leipzig. Camacho. Er spielt den Pass zurück. Wird das seine Torchance? Robin Knoche. Mali. Das könnte schon die letzte Gelegenheit sein. Drei Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Und das ist der Ballverlust. 1 Minute noch. Emil Forsberg. Geier.
Sieht so aus, als könnte er heute zu Null hier rausgehen. Eine klasse Partie. So, Ecke kommt. Forsberg. Und den hält er fest. Gut gemacht. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist vorbei. Sie holen sich den Sieg heute. Dein Fazit, Buschi? War für mich das passende Ergebnis. Sie haben eine gute Leistung abgerufen und waren einfach besser als der Gegner. Das war... Der VfL Wolfsburg wird sicher mit Selbstvertrauen auftreten nach dem Heimsieg, als es gegen RB Leipzig ging. Ja, knappe Sache, das 1:0, aber ich denke, sie werden heute ähnlich auftreten und sich erneut den Sieg holen. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Und so werden es die Hertaner heute angehen. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Mario Gomez. Wird's jetzt gefährlich? Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Juan Fahn. Lustenberger. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke.
Jetzt Eckball. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Didavi. Jetzt Kuba. DeMarcus. Das könnte gefährlich werden. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Lustenberger. Juan Fran. Zürich. Und direkt zurückgespielt. Valentin Stocker. Dolberg. Und da lag er richtig, auch wenn er nur einen Hauch vorne war. Gute Entscheidung, die Fahne zu heben. Kuba am Ball. Didavi. Fängt diesen Ball ab. DeMarcus. Camacho jetzt. Yelavogi. Didavi. Jetzt müssen sie aufpassen. Gomez. Juan Fran. Didavi. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Plattenhardt. Dolberg. Jetzt klasse Pass. Da kommt die Hereingabe. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach. Der war wirklich gut. Einwurf härter. Geht direkt weiter. Schneller Einwurf. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Plattenhardt. Gute Aktion. Waschikowski. Camacho. Tipp. Klasse Aktion. Ball ist weg. Das könnte die Chance werden. Stocker. Ecke für die Hertha. Jetzt kommt die Ecke. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Und Kuba. 0-0 zum... Der zweite Durchgang läuft und wir sind gespannt, wie sich dieses Pokalspiel weiterentwickelt. Hauptsache, es geht unterhaltsam weiter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und nun Gomez. DeMarcus. Gomez. Yelavogi. Wird das eine Torchance? Und direkt zurückgespielt. Didavi. Rune Jahrstein. Mario Gomez. Jakub Waschikowski. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viele Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Zürich. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für den VfL Wolfsburg. Dann geht es auswärts gegen den FC Schalke.
Und diese Partie sollte sich kein Fußballfan entgehen lassen. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Und jetzt die Chance. Guter Versuch, aber kein Tor. Na, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Der Wechsel jetzt bei der Hertha. Didavi. Das gibt Einwurf, Ball ist draußen. Da kommt der schnelle Einwurf. Robin Knoche. Gomez ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Didavi. Er spielt den Pass zurück. Jetzt wird's gefährlich. Waschikowski. Camacho. De Marcos. Muss Ecke geben. Jetzt eine Auswechslung bei Wolfsburg. Die Ecke kommt rein. Schlechte Hereingabe. Bleibt hängen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Tuba am Ball. Camacho. Jetzt vielleicht. Wir werden heute mit Toren nicht gerade verwöhnt. Endlich der erste Treffer. Ja, und die Freude ist natürlich riesengroß. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Und hier aus kurzer Entfernung ganz sichere Nummer für ihn. Ja, das war aber dann am Ende auch keine große Aufgabe mehr. Er bewegt sich gut und erarbeitet sich damit die Chance. Jetzt liegen die Wölfe hier vorne, das spielt ihnen in die Karten. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Da haben wir also den kommenden Gegner von Hertha BSC. Es geht gegen den ersten FC Köln. Im nächsten Bundesligaspiel kein größeres Problem, denke ich mal. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Gentner. Werden. Darida, da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen, der hat ja kaum was gestimmt. Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein, sie liegen vorne mit dem Wechsel, will man nun sicher auch für Absicherung sorgen. Ballverlust. So, hier steht es kurz vor Spielende, nur 1:0, es bleibt also spannend, trotzdem schnell der Blick aufs nächste Spiel. Der kommende Gegner der Wolfsburger heißt FC Schalke 04. Da müssen sie sich dann... Gieber geht gut zum Ball, forstet den weg. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. 4 Minuten bleiben hier noch. Darida. Plattenhardt. Das könnte die Chance werden. Nun Lecky. Wladimir Darida. Sie brauchen jetzt ein Tor, aber nicht so. Der Verteidiger kann den Pass unterbinden. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Jetzt könnte gefährlich werden. Zürich. Der Schlusspfiff, das war's. Der Pokaltraum lebt. Er lebt weiter. Sie haben dieses Spiel gewonnen. Wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Wie fandst du Kuba heute? Klar, dass er heute happy ist. Radio up, in your car, the radio up. We keep trying to talk about us. I'm so
Und jetzt geht's hier los mit dem Anstoß durch die Schalker. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Schauen wir auf die Formation. Wird ein 3-4-3 heute bei Ihnen? Ja, das auch noch sehr offensiv ausgerichtet. Nicht nur die erste Linie, auch das Mittelfeld steht hoch. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Amrabat. Klasse Defensivleistung zuletzt bei den Gästen. Also da sind sie bislang richtig stark. Und entsprechend selbstbewusst gehen sie hier auch in diese Partie. Das sind natürlich beste Voraussetzungen. Jetzt Lukas. Gila Vogi. Jetzt wird's gefährlich. Da geht er dazwischen. Stambouli. Geis. Embolo jetzt. Da holt er den Ball zurück. Mtep. Gila Vogi. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt die Gelegenheit. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich. Mtep. Gila Vogi. Bruma. Mali. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Amrabat. Stambouli. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Embolo. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Camacho jetzt. Gila Vogi. Das könnte gefährlich werden. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Tolles Zuspiel. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Jetzt der Eckball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Stambouli. Insua. Geis. Jetzt müssen sie aufpassen. Breel Donald Embolo. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Und Camacho. Mtep. Wolfsburg kommt über den Flügel. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Geis. Amrabat. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Camacho. Und den spielt er gleich wieder zurück. Und Lukas. Camacho jetzt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Amrabat. Insua. Keine Tore zur Pause für...
Wolfsburg jetzt also mit dem Anstoß zu dieser zweiten Hälfte. Und das ist der Ballverlust. Bentaleb. Das könnte die Chance werden. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Höwe ist am Ball. Amrabat. Geis. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gilavogi. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Bentaleb. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Geis. Er passt ihn auf den Flügel. Und jetzt die Chance. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Hier nochmal dieser Treffer. Das sieht natürlich nicht gut aus nach diesem Treffer. Und jetzt muss er vielleicht umstellen, muss reagieren. Aber so ein Tor, das ist frustrierend. Sieht gut aus für die Schalker, sie liegen vorne. Brooks. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gilavogi. Ruma. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Schalke jetzt über außen. Philipp Kostic. Er versucht's. Der Ball ist im Aus und es gibt Ecke für die Gelsenkirchener. Jetzt die Ecke. Serki Henrich. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Harmlos, dieser Kopfball. Meier. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Brooks. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Gute Aktion. Paul Jorgensen. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Normalerweise macht er seine Tore lieber mit dem anderen Fuß. Stimmt, Wolf, aber er hat hier vollkommen richtig entschieden. Er hat es mit dem Schwächeren gemacht. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Meier. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball.
Wird das eine Torchance? Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Und jetzt ein Wechsel bei Schalke 04. Ecke kommt. Entschlossen geklärt. Didavi. Kostic. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Knifflige Szene und wenn überhaupt, hauchzartes Abseits hier. Kein Wunder, dass der Spieler sich aufregt. Jetzt eine Auswechslung bei Wolfsburg. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. Jetzt müssen sie aufpassen. Abgefangen, gut gemacht. Meier. Früh wird er jetzt gestört. Amrabat. Und da ist der Ball wieder weg. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Guido Burgstaller. Heute gibt es keinen Sieger. Das Spiel endet unentschieden. Gute Aktion. Paul Jorgensen. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Gute Aktion. Paul Jorgensen. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Er passt ihn auf den Flügel. Und jetzt die Chance. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben wir das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant.